Hallo und herzlich willkommen zu einem kurzen Informationsvideo hier am Sonntag, den 28.05.2017. Ja, es hat sich an diesem Wochenende einiges ereignet. Da ich fange jetzt mal bei unserer Teamspeak-Besprechung an. Es ist aktuell so, dass wir gestern Abend die Teamspeak-Besprechung haben, wo ich auch dabei war. Da hat sich einiges geklärt. Es gibt ein paar Neuerungen und so weiter. Dazu ist aber genau mehr. Nächste Woche Sonntag oder Samstag in einem Extra-Video, weil es da mehrere Sachen gibt, die wir ansprechen und die möchte ich jetzt nicht hier aufhören. Ich möchte euch nur ein kleines Update von meiner Seite aus aktuell geben. Also auf jeden Fall, es wird sich beim Teamspeak ein bisschen ändern. Ein bisschen hat sich auch schon was geändert. Dass da zum Beispiel, die sind jetzt nicht mehr mit hier oben drin, die sind jetzt mit nach unten gerutscht. Dann hat sich der Channel ist dazu gekommen. Heute Morgen habe ich Backups gezogen. Bei den Recht muss ich noch aufräumen, das mache ich noch. Dann warte ich aktuell noch bei Maurice auf die Trials-Folgen zum Schneiden. Die kommen noch, die kommen ja Dienstag. Dann, wie ihr aktuell seht, auch ist Rainbow Six aktuell am Downloaden. Ich habe 31,15 GB, muss ich downloaden, 2,99, also 3 GB habe ich jetzt. Ich brauche noch gute 3 Stunden, bevor ich das Spiel starten kann. Der wird zwar im Hintergrund noch weiter downloaden. Das werde ich jetzt die ganze Zeit lang weiterlaufen lassen, beziehungsweise auch mal kurz pausieren, wenn ich irgendwas anderes im Internet machen muss, wie zum Beispiel Videos planen. Das habe ich nämlich heute schon gemacht. Da habe ich das mal kurz für eine Viertelstunde pausiert, weil dann das Internet bedeutend schneller ist und alles ein bisschen schneller lädt. Auf jeden Fall Rainbow Six kommt bald. Ich kann noch nicht sagen, ich habe es schon ein bisschen geübt, ohne Wohle oder Übel, um nicht ganz zu verkacken, um halt Einstellungen zu schaffen und so weiter. Es ist ja so, ich hatte Rainbow Six schon installiert auf der alten Platte. Aktuell installiere ich es gerade auf die neue Platte und das ist noch OMSI. Ich installiere es ja aktuell gerade auf die neue Platte. Da ist aktuell Audacity City draus, Landwirtschaftssimulator, OBS, Paint, Steam mit einigen Spielen, TeamSpeak, Backups, die ich heute Morgen gezogen habe, Uplay, Winra, JA2QA, wie man das Programm auch immer ausspricht. Na gut, aktuell das Video, was ich hier gerade aufnehme, das kommt aber noch in der Struktur von meiner FS-Platte auf diese drauf. Ich bin jetzt erstmal heute eigentlich hauptsächlich damit beschäftigt, A, meine neue Leitschifffahrt zu planen. Ich hatte ja am 26. hatte ich ja am Freitagabend hatte ich auf Tettau. Da ist alles soweit glatt gelaufen, dass ich jetzt im Team drin bin. Das heißt, von meiner Seite werden jetzt auf OMSI öfters mal Leitschifffahrten kommen. Da habe ich jetzt nächste Woche Sonntag habe ich dann die weitere Leitschifffahrt auf einer neuen Karte, wo ich aktuell gerade schon alles am Vorbereiten bin. Nachdem ich jetzt die Karte ans Laufen bekommen habe, die wollte mich jetzt erst nicht. Da hatte ich ein paar Fehler drin. Ich hoffe, dass das gleich auch weiter bleibt. Auf jeden Fall, das läuft weiter. Dann habe ich schon einige Programme neu installiert, was Steam angeht. ATS, ETS, HiProfit und OMSI ist aktuell neu installiert. Dazu kommt dann nochmal Formel 1. Also jetzt erstmal ist jetzt Rainbow dran. Wenn Rainbow fertig ist, kommen die ganzen anderen Spiele, die dazu kommen. Es kann sein, dass nächste Woche Gwent ausfällt oder ich es schaffe, noch kurzfristig Rainbow hochzuladen oder irgendwas anderes, denn es kann sein, dass wirklich Gwent diese Woche komplett flach fällt, da ich es bisher noch nicht geschafft habe, A, es abzudaten, denn ich glaube, das Ding braucht ein Update. Können wir direkt mal gucken. Zack, kurz hier einmal gucken. GOG, ich muss mal kurz, genau, da. Auf jeden Fall, das Ding braucht Update, ich glaube 1 Gigabyte. Dadurch, dass das jetzt aus der Beta-Phase raus ist, oder aus der Closed Beta raus ist, haben wir das jetzt ein Update bekommen. Die Server wurden leicht überarbeitet, so wie ich gelesen habe. Und jetzt startet das Programm nicht, das ist natürlich optimal. Auf jeden Fall, da hoffe ich mal, da ich glaube, davon wird. Habe ich GOG noch installiert? Nein, eigentlich nicht. Dadurch, dass das jetzt erst wahrscheinlich noch ein bisschen dauert. Ich glaube nicht, dass ich das schaffen sollte. Ich werde jetzt erstmal heute gucken, dass ich alle weiteren Spiele wieder flüssig ans Laufen bekomme mit Aufnahme. LS, wie ihr gesehen habt, hat ja geruckelt. Oder wird ruckeln. Die Folgen kommen ja noch. Ich habe ja da schon aufgenommen auf der neuen Platte, die letzten 3 Folgen. Die ruckeln dermaßen. Das liegt auch an der Aufnahme. Ich habe jetzt schon wieder eine hohe CPU-Warnung jetzt gerade bekommen beim Starten dieses Spiels. Ich drücke jetzt einfach mal auf Play und einfach mal gucken, was passiert. Auf jeden Fall, da werde ich jetzt gucken, dass ich dann im Laufe des heutigen Tages alle Spiele, die ich aktuell bisher schon installiert habe, wieder ins Laufen kriege. OMSI läuft heute wieder. OMSI habe ich jetzt gerade schon hinbekommen.
ATS, ETS und TrialFusion habe ich noch nicht nachgeguckt. OBS läuft auch einigermaßen. Sie lädt ja gerade, nehme ich gerade auf. TeamSpeak läuft auch. Ist aktuell noch nicht alles komplett eingerichtet. Final wieder. Ich habe nämlich aktuell noch das moderne Design. Das ist eigentlich ganz angenehm, aber ich hätte dann mal gerne wieder ein bisschen was anderes. Auf jeden Fall, ich werde mich auf jeden Fall sputen, das alles wieder schauen, ob es startet. Oder ob das zwischendurch schon abgedatet hat. Das kann natürlich auch sein. Ich hoffe einfach, dass alles. Boah, war schon wieder müde. Entschuldigung. Ich hoffe einfach, dass ich in der Zeit alles zurecht bekomme, dass ich spätestens. Zur nächsten Woche dann alles reibungslos wieder. Oder übernächste Woche alles reibungslos mit den Aufnahmen und mit dem Fortsetzen der Projekte und auch mit der Planung der Projekte wieder weiterläuft. Da kann ich aktuell leider noch nichts Genaues zu sagen. Ich hoffe, das läuft. Ja, das heißt, ich bedanke mich erstmal dafür. Ich weiß noch nicht, wann Rainbow kommt. Ich werde auf jeden Fall im Vorhinein schon ein, zwei Folgen hochladen, bevor wir mit unserem Multiplayer-Projekt anfangen. Da ich das einfach das Spiel gut finde. Das Spiel ist aktuell so, dass das Spiel bei mir an meiner CPU ganz schön Auslastung anliegt. Also meine CPU ist ganz schön am Knacken damit aktuell, das merke ich. Ich habe das ja schon getestet. Ich habe auch die Grafikeinstellung schon runtergeschraubt. Ich muss jetzt mal gucken, wie ist es auf der neuen Platte. Vielleicht ist die ein bisschen performance-schonender. Und wie ihr seht, es lädt. Das heißt auf jeden Fall, ich bedanke mich trotzdem fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch gefallen mit diesem kurzen kleinen Update für nächste Woche. Also sollte alles weiterlaufen. Gwent fällt aus. Im Zusatz kommt noch die Konvoifahrt. Die kommt weiterhin. Oder kommt wieder. Oder kommt. Sonst bleibt alles. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag. Man hört sich. Bis dann. Danke. Ciao.